Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Eurotruck Simulator 2 Video hier vom Cruising the Balkans Event. Ich stehe immer noch in Bukarest und wir schauen mal, wovon es von hier aus geht. Ich muss nochmal echt überlegen. Ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau, wie zeitlich das eigentlich passt von der Zeit her. Es könnte medizinische Ausrüstung nach Bulgarien werden. Ja. Ist das schon das, was am besten bezahlt wird, ne? Vielleicht ist dann von da aus dann interessant. Reflektierende Pfosten. Das ist ja auch interessant. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir nach dort. Dann sind wir zumindest an der. Am Schwarzen Meer zumindest schon mal. Ja. Dann würde ich sagen, fahren wir 5 Kilogramm. 5 Kilogramm, genau. 5 Kilogramm fahren wir. Fahren wir 5 Tonnen medizinische Ausrüstung von Bukarest nach Varna in Bulgarien. Und schauen mal, wovon es von dort aus, wovon dort aus die Reise dann geht. Ja, genau. Ich muss gleich noch nach dieser Folge dann Varna aufschreiben, dass wir dort bereits schon gewesen sind. Knapp 14.000 gibt es dafür. Okay, wir fahren für die 338 Kilometer. Scheibenbüsche an und dann wollen wir kurz hier raus. 32 Kilometer haben wir. Haben wir es bis. Was ist denn dann VLE? VLE ist da, wo wir gerade herkommen. Alles klar. Stimmt, da war ja was. Dann fahren wir mal dahin. Können wir sogar schneller gerade ein bisschen fahren? Gerade ein bisschen schneller fahren ist die richtige. Ist der richtige Satz, wo? Ja, ich bremse ja schon ab. Also ist das die. Ja, ist ja gut. Bin ich runter auf 60, 50 gegangen? Scheinbar nur auf 55. Ja gut, wir sind eh schon gleich da. Ob sie jetzt runter geht auf 30? Oder ob wir bei den 80 bleiben? Weit. Er sagt mir jetzt nicht, es gibt. Probleme. Dass sie jetzt gerade Wartungsarbeiten machen. Und dann rechts abbiegen. Ja, warte. Ich guck mal nach, ob es gerade einfach nur das Internet ist. Kann sein, muss aber nicht. Okay, Server not responding. 14.02. Ja, okay, das ist dann das Internet. Ja, Internet ist gerade RIP. Super. Bei meinem Glück ist das so RIP, dass ich den Rechner nochmal neu starten muss. Na, es kommt hier oben aber noch an. Also ist das Internet gerade scheinbar wirklich komplett weg. Hoffen wir mal, dass es auf dem Weg wiederkommt. Ach nee, wir brauchen das ja jetzt sogar gleich, direkt. Bitte nach rechts ab. Und nicht nur am Ende. Wir brauchen uns ja jetzt schon zum Laden. Scheiße, ey. Ich hoffe mal, dass das Internet einfach wiederkommt. Also noch ist, kommt es hier oben an der Strom, also quasi an der D-Land-Buchse an. Das Ding jetzt nur über. Ja, ist es nur das LAN-Problem oder ist das jetzt auch ein WLAN-Problem? Weil ich weiß, es ist hier bei dem.
Biege nach rechts. Ich denke, ab. Das Problem, dass es. Nee. Hätte man ja auch mal ein bisschen abbremsen können, ne? Hätte es auch ein bisschen gucken können, aber ich war abgelenkt. Aber, na gut. Eigentlich war es sogar nötig, so weit auszuholen. Die Prozent auf dem. Gut, wir wollten ja. Ich wollte ja eigentlich sowieso schon jetzt hier direkt danach anfangen zu reparieren, aber jetzt mache ich es halt erst, wenn ich ankomme. Ja, also. WLAN ist da. Es ist nur das LAN-Problem gerade. Mal wieder. Ah, und da haben wir wieder die Verbindung. Oder? Ich denke mal schon. Nee. Also WLAN ist da. Das ist auf alle Fälle. Das ist auf jeden Fall da. Ist das wieder dumm? Also wie gesagt, alle Lampen leuchten. Also es sollte eigentlich ankommen. Aber mal kurz beim Switch. Strom raus und wieder an. Witzigerweise meinte ich die PS4 jetzt erst. Nachdem ich es rausgezogen habe, dass kein Internet immer da ist. Ich bin mal kurz beim Router. Eine Ewigkeit später. Und da haben wir wieder Internet. Der verdammte Router. Ist nämlich leider nicht das erste Mal, dass es so immer geradeaus so ein Problem auftritt. Es ist auch schon wieder so viel Zeit vergangen, dass ich sogar nicht mehr weiß, worum ich gerade voll geredet habe. Warum ich gerade voll geredet habe, ja genau. Das klingt vernünftig. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade das schon gesagt habe oder nicht. Ich mach einfach jetzt nochmal. Und dann rechts abbiegen. Ich darf 80 fahren, ich fahre jetzt 50, ich muss eklig runter. Wo war ich? Was wollte ich sagen? Ah ja. Ich habe jetzt nur noch mit heute 10 Tage Zeit. Das ist ja die sechste Fahrt. Das wollte ich sagen. Und dann würde ich auf die auf das Datum heute kommen. Biege nach rechts ab. Ja, genau. Ich biege rechts ab. 40. Sprich, nur noch mit heute 10 Tage Zeit. Ist eigentlich prinzipiell gesehen, sind es noch genügend Tage, wenn ich täglich aufnehmen würde, dass ich am letzten Tag das dann hinbekomme, aber. Ist mir egal, 35. Aber auch nur, weil ich nicht demnächst den Tempo mal auf 20 stellen kann. Sprich, eigentlich habe ich genügend Zeit, aber da ich halt auch nicht täglich aufnehmen kann, wie man jetzt an den letzten beiden Tagen gesehen hat, deswegen kamen einfach keine Videos, weil ich davon nicht gekommen bin. Endlich. Wir sind da. Deswegen muss ich die neuen Videos, die da noch fehlen, die noch ausstehen sind, dann anders werde ich aufnehmen. Also muss ich die gezielt an den freien Tagen aufnehmen. Darf dabei natürlich nicht ATS vergessen.
Also von ATS hätte ich sogar noch ein Video gehabt, aber wäre halt auch blöd gewesen, wieder ATS hochzuladen und dann das nächste Video ist dann wieder ATS. Ich wollte es dann eher wieder so im Wechsel haben. Zeit zu gehen. So, jetzt haben wir noch 334 Kilometer vor uns. Auf nach Varna war es ja, glaube ich, gewesen. Ja. Biege nach links ab. Biege nach links ab. Deswegen gab es einfach gerade keine Videos. Deswegen muss ich ein Äquivalent zu den Tagen, wo ich eine ETS 2 aufnehmen kann, auch noch dazu dann ATS aufnehmen. Aber da geht es ja einigermaßen, dass er wenig, also dass eher kürzere Fahrten sind. Weil war jetzt ja auch eine halbe Stunde, 40 Minuten. Rechts halten und dann rechts. Biege nach rechts ab. Mehr Platz links, als ich irgendwie denke, habe ich das Gefühl. Unsere Auflieger nicht noch mehr beschädigen. Wir müssen ja zum Geld verdienen da. Mehr oder weniger. Eigentlich sind wir zum Fahren da jetzt gerade nur noch. Und ein bisschen entdecken und Geld verdienen. Was für eine Strecke fahren wir denn überhaupt? Wir fahren hauptsächlich Autobahn und dann geht es eigentlich, ich glaube, da dann geht es eher so über Landstraßen, Bundesstraßen, whatever, nach Varna. Zur TTK. Immer geradeaus und dann rechts halten. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts. Was rechts abbiegen kann man schon spät. Da muss man schon sehr vorausschauend fahren. Kommt hier nicht ganz rüber. Man kann ja keinen Shortcut machen. 80. Na, von mir aus. Haben sie noch ein bisschen was vor uns, bis wir dann wieder auf die Autobahn kommen. Hier haben wir auch die Garage, aber die hole ich. Was heißt die? Ich glaube, eine Garage werde ich mir dann wiederholen nach dem Weihnachtsevent. Das wurde auch noch nicht angekündigt bisher, ne? Also ist ja nicht mehr weit hin. Wird dann ja wahrscheinlich heute oder morgen, also gestern oder heute passieren. Oder morgen. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Ich meine, also nur ausgehend von dem 15. Dezember. Ich denke mal, das sollte dann ja schon. Das sollte ja dann schon eigentlich demnächst angekündigt werden. Vielleicht passiert es auch sogar noch, ja. Vielleicht ist es auch sogar schon gestern passiert. Ich meine, jetzt wo ich es gerade aufnehme, ist es gerade mal 14:20 Uhr. Wahrscheinlich wurde das dann
Vielleicht wurde es auch einfach schon mal gepublished oder angekündigt, das Weihnachts-Event, als ich hier kein Internet hatte. Das wäre ja auch sehr zutreffend gewesen. Der Regen hört langsam auf. Und wieder hoch auf 80. Können wir die Scheinwischer ja auch ausmachen. Und ich soll gleich nochmal ausstehen und mal mir einen Tee machen, bevor es dann wieder losgeht. Interessant. Kannst du denn ja eigentlich nur eine scharfe Rechtskurve geben, wenn wir erst hier abbiegen sollen? Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt. Doch nicht. Das ist ja schon ein bisschen. Interessant. Nimm diese Ausfahrt. Ja gut, wahrscheinlich schon, aber man sieht es halt noch nicht, weil es dort für uns so gesehen gesperrt ist. Weil wir da nicht durchkommen. Ja. Dann passt das ja doch schon eigentlich. Dann weiter. Richtung Konstanza und von Konstanza dann Richtung Varna. Okay, ja. Das Licht ist automatisch angegangen, wunderschön. Schon schön hier. Nee, ich warte noch die 5 Minuten bis halb und mach dann was heiß. Ich auf alle Fälle nochmal dran denken, nochmal Chatting neu zu starten. Sicherheitshalber. Auch wenn es eigentlich notwendig ist, weil die Channels wieder alle eigenständig wieder zurückgedeutet werden, aber Sicherheit geht vor. Und ich muss dran denken, gleich nochmal zu reparieren in Varna. Ich hoffe, es geht dort. Also ich denke mal, zeitlich gesehen dürfte ich es eigentlich hinbekommen mit so vielen Aufnahmen. Also einfach, weil ich immer davon ausgehe, dass ich heute ein Video aufnehme, auf alle Fälle, oder gestern eins aufgenommen habe. Ich werde dann am Sonntag werde ich dann versuchen, mindestens 3 Videos aufzunehmen. Bei 4 wird es ja teilweise schon wieder so ein bisschen knifflig, aber also knifflig im Sinne von dass ich persönlich dann eher so wieder ein bisschen Probleme habe, irgendwelche Themen zu finden.
in dem Moment. Vor allem, wenn man bedenkt, weil ich wirklich die drei Videos beziehen nur auf ETS 2, weil ETS 2 gerade so hart an der Grenze ist. Aber ich muss ja eigentlich noch ATS dann aufnehmen, aber. Vielleicht ist dann die Neuerung bei ATS dann ein guter Punkt. Mich selbstständig redsam zu halten. Ich finde es aber auch cool, wie das Sonnenlicht weniger wird und dann die Wolken, die vielleicht nicht zwingend Regenwolken sind, einfach so stark an Helligkeit verlieren, dass man einfach immer das Gefühl hat, dass es gleich anfängt zu regnen. What the? Das waren doch nur 10 km pro Stunde. Da muss man doch nicht so krass abgehen. Würde mich ja schon interessieren, was für eine Brücke wir gerade haben, aber ich werde jetzt mal nicht auf den Viewpoint fahren. Wenn man das sagen würde. Das werde ich mir dann mal erstmal anschauen müssen. Andermal, wenn ich dann hier vorbeifahre wieder. Bei einem Event. Wenn es zumindest auf diesem Profil ist. Weil es ein guter Punkt gewesen wäre, denn was haben sie deshalb? Haben noch 136 Kilometer vor uns. Dann setze ich mal kurz Wasser an. Und weiter geht's. Also weitestgehend habe ich jetzt auch schon Dingens durch. Also hier das ATS-Video. Bitte links halten. Was vor diesem Video erschienen ist, habe ich schon fertig bearbeitet. Weitestgehend. Ich glaube, 10 Minuten sind noch ausstehend und dann. Ich bin verkehrt gefahren. Route finden. Ah, dann ist nochmal um die 30 Kilometer mehr. Ich habe ja die Zeit, ne? gut, dieses Video zu bearbeiten mit den ganzen paar Unterbrechungen wird dann ein bisschen länger dauern. Aber ist dann halt so. Aber das soll ich eigentlich auch hinbekommen. Da werde ich mir dann ja die Zeit nehmen. Aber heute ist. Oh Gott, heute. Heute ist Samstag. Also, das wird nicht passen. Ist hätten jetzt ein Kreisverkehr, aber nicht. Bitte links halten. Ja. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Dass die einem immer so auf die Pelle rücken, ne? Nimm diese Ausfahrt. Oder wie auch immer ich da jetzt gerade berührt habe, war es der LKW? Möglich. I don't know. Irgendwas habe ich berührt. Ging bisher was auf der Fracht? Zum Glück nicht. Zum Glück muss ich nur zahlen und bekomme nicht Geld abgezogen von den
Was war das noch gleich? Von der medizinischen Ausrüstung. Bitte links halten. Ja, jetzt bleibe ich auch links. Jetzt höre ich aus Navi. Da, Bulgarien. Da wollen wir hin. Ja, genau. Sollte ich alle heute noch hinbekommen? So, dass das zumindest dann für morgen steht. Hochgeladen bekommen soll ich es auch noch. Und ich muss auf alle Fälle gleich, bevor ich los muss zur Arbeit, soll ich auf alle Fälle mal schauen. Ist doch alles in Ordnung. Bitte links halten. Ob ich das Timing schon verpasst habe mit Videos backuppen. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Wäre jetzt vielleicht grundlegend nicht ganz so gravierend, wobei im Grunde genommen vielleicht schon. Weil ich den Zeitpunkt verpasst habe, aber man kann es halt auch nicht mehr ändern. Immer geradeaus. Und wieder über eine Brücke rüber. Echt eine Menge Brücken. Okay, das ist auch wild. Um die Tanke herum. Also nicht wild im Sinne von wild, sondern spannend wild. Da fand mich Mangalia durch, okay. Ah, okay, dann kommt gleich der. Dann geht's gleich von Rumänien nach Bulgarien. Das ist dann Mangalia, also die Grenzstadt. So, aber von der Moschee. Ich denke mal, es ist eine Moschee. Wird eine Moschee sein, schätze ich mal. Würde zumindest aus der Ferne raten, davon soll man wahrscheinlich gleich ein Foto machen. Rechts ab. Erst nochmal in Mangalia. Balkan Explorer 6 von 30. Okay, nee. Wir sollen ja vom Boot ein Foto machen. Um es genau zu sagen, vom Meeresmuseum von Mangalia. Mal wieder hoch auf 80. Ein bisschen enger hier oder wirkt das nur so? Nee, okay. Passt eigentlich schon mit 80. Die Kurve zu nehmen. Und dann fahren wir jetzt so wirklich zur Grenze nach Bulgarien. Tanken muss ich nicht, ne? Ne, 51%, das reicht. Aber reparieren muss ich. Oder Kontrollleuchte leuchtet schon. Wobei das dann ja
die wahrscheinlich weiterhin leuchten wird. Auch wenn ich es repariere, weil das wird wahrscheinlich ein bleibender Schaden sein. Kann ich mir zumindest vorstellen. Schon mal unter 40. Okay, perfekt. Hoppala, auf der richtigen Spur. Ich wollte auf B drücken, nicht auf V. Dann lass uns mal die Papiere prüfen. Sehr schön, alles in Ordnung. Und hoffen wir, dass auf der anderen Seite der Grenze auch in Ordnung ist. Und gucken wir mal mit 30 dorthin. Wieder rechts halten und wir sind in Bulgarien. Ich hoffe mal, dass wir auch in Varna dann die Möglichkeit haben, uns zu reparieren. Den schwachen Trailer zu reparieren. Ah, bleiben wir noch bei den 30. Und da waren es auch nur noch 22 Kilometer, sehr schön. Nur 70 von Landstraße. Okay. Die haben wir ja schon erreicht. Erster Aufenthalt in Varna, Balkan Explorer 7 von 30. Und dann gehen wir mal runter auf 50. Und nehmen die Ausfahrt, die dann an der Garage vorbeiführt weiter. Egal. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst links abbiegen. Das war auch wieder so ein Satzbau, der echt keinen Sinn gegeben hat. Biege nach links ab. Scheinbar ein bisschen außerhalb. TT. Was auch immer. Da war es noch gleich. TTK. TTK ist ein bisschen außerhalb. Oder wir sind gerade ein bisschen außerhalb. Aber anhand der. Na, das sind nur noch 8 Kilometer, okay. Und wir haben eine Werkstatt, sehr schön.
Sogar mit Schlafmöglichkeit bei der Werkstatt. So wollen wir es doch haben. Biege nach links ab. Wieder links einfädeln. Wahrscheinlich. Also dass es links schmaler wird, rechts schmaler wird, nicht links. Richtung immer geradeaus. Burgas. Verkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Aber sicher doch. Okay, den Weg fahren wir nur zurück zur Werkstatt. Tanken hätten wir auch prinzipiell. Haben wir einen Kreisverkehr immer da vorne? Geradeaus. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Das war ein großer Kreisverkehr. Dreispurig, oder? Kann das sein? Diese Ausfahrt. Links halten, weil wir da links viel abbiegen müssen. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Taken the scenic route, okay. 2 von 5. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ein bisschen zu stark wieder abgebremst. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Natürlich. Kommt da was? Ja, da kommt was. Ich komme aber auch. Und zwar auf die Kreuzung geschossen. Ja. Nice. Leider schwer erkennbar, wie viele Waggons es sind, aber immer geradeaus. Wahrscheinlich wird rechtsfolgiges gewesen sein, aber egal. Demnächst links abbiegen. Schön, wenn wir den ganzen Bahnübergängen. Dann rechts ab. Ich weiß nicht, mit den Maschinen. Biege nach rechts ab. Wir sind fertig. Muss ich denn hin? Da hinten hin, okay. Sogar vorwärts rein, sehr schön. Dann lassen wir mal den Auflieger entladen mit den medizinischen Komponenten. Ausgezeichnete medizinische Ausrüstung von Bukarest nach Varna geliefert. Gefahrenstrecke 411 Kilometer. Dauer 55 Minuten. Ja, ne, mit Pause hieß das anders.
Der Kraftstoff 126 Liter glatt. Das war der 166. ETS 2 World of Trucks Auftrag. Es gab knapp 14.000 dafür und 700 Erfahrungspunkte. Und dann fahre ich nochmal zum nächstgelegenen Werkstatt, wo wir schon bereits vorbeigefahren sind. Da geht's hin und dann legen wir uns dort auch aufs Ohr. Fahrt vorsichtig. Aber natürlich doch. Jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen schneller jetzt machen und die Strafen in Kauf nehmen. Einfach weil die Zeit links wieder im Nacken ist. Und dann rechts abbiegen. Demnächst links abbiegen. Ja, hallo? Danke. Biege nach links ab. Okay, es kann ja prinzipiell sogar hier einen Zug überfahren, weil ich es jetzt richtig interpretiere. Also eventuell wird auch ein Zug da lang fahren, wo wir gerade hergekommen sind. Also es wäre halt echt schon nice, so unbeschränkter Bahnübergang. Mit dem Zug darüber fährt. Das wäre schon echt nice. Ausfahrt rechts. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Das Problem ist, es ist halt schmerzhaft, wenn man so schnell fährt, ne? Weil es geht halt ja auch um die Kilometer, die dann halt, die man drüber ist. Wir mussten gar nicht hier rechts, ich hätte ihn gar nicht ausbremsen müssen. Ja, oder mehr euch da. Bitte rechts halten. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Schauen wir hier wieder. Biege nach rechts ab. Ist das Zement? Who knows? Vielleicht fahren wir ja beim nächsten Mal von hier aus los. Vielleicht geht es nochmal Richtung Türkei. Schauen wir mal, aber erstmal reparieren wir. Wartung. Ja, alles reparieren, dann bleiben noch gut die... Ja, Teilverschleiß. Und das Ganze dann auch hier, dann sind wir bei... haben mehr Geld ausgegeben, als wir bekommen haben. Aber das ist ja auch alles halb so wild. Stellen wir uns einfach mal hier hin. Gut, eigentlich sollten wir versuchen, so weit es geht, nach vorne zu fahren. Einfach weil wir. Noch so viel hinten dran haben. Ja.
Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Cruising in the Balkans Event-Video hier in ETS 2 wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.